willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir sind heute in Episode 1 mit Qui-Gon Jinn unterwegs und mit Jar Jar und Obi-Wan ist auch dabei. Hey, hier ist er da. Stehen geblieben. Hey ho, hallo, Captain Tarpitz. Bist du wieder da? Nicht schon wieder, Jar Jar. Du sie jetzt kommen zu die Boss. Du sie stecken in großes Kaka diesmal. Wie frech. In großes Kaka diesmal, okay. Ja. Hi. Hey, oh, Freundo. Haben ihr so Spaß in unserer Stadt? Bleiben sauber. Okay. Bleib ich. So, Jar Jar. Willst du uns vielleicht etwas sagen, Jar Jar? Bisschen peinlich sein, aber möglicherweise ist man dort verbannt worden. Ich vergesse das. Das klingt wie etwas, das man sich besser hätte machen sollen. Wie ich sagte, kein Verstand. Oh, Entschuldigung. Wer so große Blase abgesperrt? Wissen diese nicht, wie großer Kopfschmerz das sein zu öffnen? Die ganzen Schalter und die Lauferei. Mich, sie werden müde, bloß bei Gedanken. Oh ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ganga City, okay. Schau mich mal eben. Würdet ihr uns sagen, warum unser Freund hier verbannt wurde? Ja, ja, Tollpatsch. Er gekriegt. Hey, der Bombe von über. Das war versehen! Ja! Das ist versehen! Was? Annehmen? Anheben, ach so. Ah! Wartet. Kannst du mal bitte da oben hin? Hallo? Ah ja, okay. Jetzt Knopf drücken. Oh, guck mal, der macht sauber. Hier, komm, ich helfe dir ein bisschen. So, jetzt hast du nicht mehr so viel zu putzen. Nichts finden angeknabbert Gorba-Fisch in Wäsche. Sie glauben, seien so schlause. Mich sie wissen, meinen sie Mann schleichen zu Paungasee und knabbern Goberfisch, wenn er sie arbeiten sollen. Okay. Oh, Entschuldigung. Wache. Tut mir leid. Kann ich mit dir reden? Oder kann ich dich schon doch? Okay. Ja, wer bist du? Hi. Was sein Schlimmer? OP-Killerfisch schwimmen neben euch, oder kein Gobberfisch mehr? Die Frage mich halten wach jedes Nacht. Okay. So, wartet mal. Oh, nicht da runter. Ich wollte mal hier rein. Ob es hier was Schönes gibt? Keine Ahnung. Aha. Wen haben wir denn da? Okay, gut. Ah ne, hier ist falsch, Moment. Ja, das ist hier so ein Fall für das freie Spiel, sozusagen. So, wo muss ich jetzt hin? Da oben, ja. Sehe ich das richtig? Ja, Gott. Hast du sie mich erschreckt? Wer so große Blase abge... Ach so, ja, dich habe ich schon. Wartet mal, wo muss ich denn jetzt hin, verdammt? Da oben, ja? Okay. Ah.
Irgendwie so. Oder ist das nur ein Quest... Ah, nee, das ist nur ein Questgeber, ne? Ach, Mann. Bin ich doch falsch gelaufen. Ach, da unten muss ich hin. Ja. So, nun? Ich glaube, ich habe mich verlaufen, Leute. So, also doch nochmal nach oben. Okay. Okay. So. Beeilen wir uns ein bisschen, ne? Da bin ich doch gewesen. So, und jetzt? Ach so, muss ich... ich muss da rein, ne? Alles klar, ich verstehe. Geschichte fortsetzen, ja. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir sie die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen. Wir euch geben werden einen Bongo. Der schnellste Weg zu den Naboo geht mitten durch Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hinfort mit ihm! Ja, er wurde ja leider verbannt. Neue Aufträge freigeschaltet, Naboo, Ganga City. Weitere Infos, okay. Begib dich zum Triebblasen-Bongo-Dock. Ja. Okay, gut, machen wir. Aber Steinchen auf den Weg mitnehmen. So. Meister, was ist das, ein Bongo? Ein Transportmittel, will ich hoffen. Das Unterseeboot. Wir finden angedockt in großer Blase. Mir nach. Ja, wir kommen. Die euch einlegen, aber voll. Machen durch das Blatt. Hier ist ein Fisch. Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorge. Er wird nicht lenken. Wow, was für eine Welt hier unten. Hier sind wir. Tür ist zu, aber überlass das nur mich. Ja. Jaja, dann mach mal. Ach so. Ah, shit. Entschuldigung. Hä? Moment. Warum geht das? Ach so, ich hab die falschen Pfeile, ich Idiot. Alles klar. Wie dumm von mir. Fahren durch das Planetenkern. Hier euch, Sabongo, wenn ihr bereit für Verprügeleien. Ich mag Qui-Gon Jinn spielen. Level starten. Ja. Oh mein Gott. Größeren Fisch. Fette Gobberfisch! Riesenzähne! Was? Keine Sorge. Die Macht wird uns leiten. Die Macht? Oh nein, nein, nein! Schnell, schieß! Wow, scheiße. Okay. Hat er! Kann man nicht schießen oder so? Diese Kreatur ist uns im Weg. Schieß sie ab, Obi-Wan.
erzielen? Statt zwei Feuern? Ach so, okay. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe es nicht ganz, aber egal. Aha, okay, ausgerichtet, ja. Es gibt immer einen größeren Fisch. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Flieh durch den Abgrund von Nabu, ja. Oh Gott. Wir verlieren Energie. Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt! Wann ihr sie denken, wir sind ein Problem? Oh oh. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Ach du meine Güte. Oh, volle Kraft voraus. Mich hätte doch gesagt. Planetenkern, böse Nummer. Dein unerschütterlicher Optimismus macht wirklich Mut, Jar Jar. Er spielt mit uns. Ja, aber wir sollten ihn dennoch verletzen können. Ja. Hilfe! Größerer Fisch. Alles klar. Ich sehe, unser Freund hat wieder Hunger. Okay, na so schwer war es jetzt nicht. Nein, warte! Das ist schön, schön! Wir müssen die Königin finden. Ah, der Sieg ist unser. Dummer Stuhl! Oh, okay, Level abgeschlossen. Ja, war wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber wenigstens ein blauen Steinchen. Oh mein Gott. Nix damit, Varayidi. Operelle? Ja, okay. Oh, ich habe wenigstens drei gefunden. Gut. Jar Jar Binks habe ich freigeschaltet. Schön. Alles klar. So, wo muss ich jetzt hin? Hat ja wunderbar geklappt. Ich möchte gerne Qui-Gon spielen. Obi-Wan hat eine Weile schon. So. Ja gut, ich werde mich jetzt aber hier nicht so wirklich aufhalten. Ihr wollt ja bestimmt was von der Story sehen. Ja, Geschichte fortsetzen. Okay. Achso, ja. Rette Königin Amidala vor der Handelsföderation. Okay. Wo ist die Gute denn? Andere Richtung, ich hab's gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihre Synchronstimme ist. Ob es tatsächlich die Stimme von Natalie Portman ist. Wow, hier gibt es unendlich viele Sachen zu holen. So, dann machen wir jetzt mal schön das Anwesen kaputt. So, genau. Royale Rettung. Alles klar. Royale Rettung. Was ist die denn? Obi, kommst du mit? Ach,
da ist er. Alles klar. Oh nein! Die Mechanik haben die Königin! Ja. Ich nehme an, sie bringen sie zu ihrem Schiff. Wenn ihr Schiff im Hangar gedockt ist, haben wir etwas Zeit, um sie aufzunehmen. Na, sag mal. So. Da ist noch einer. Sind wir jetzt in Sicherheit? Was ist denn mit dir los? Ich denke schon. Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Na, mir. Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Ihr seid super heftig. Es ist nicht weit. Bleibt dicht bei mir. Die Königin ist hier nicht sicher. Wir müssen sie sofort nach Coruscant bringen. Ja, die kann ordentlich rennen mit ihr Kleid. Wow, die Welt ist aber echt schon schön. Lass sie nicht entkommen. Schon schön gemacht. So, fertig. Okay, die bleibt da nur stehen. Was ist los mit dir, Amidala? Okay. Was, wo? So. Ach, das ist doch hier die sich als die Königin immer ausgibt hier. Ein Double. Genau, ich habe jetzt gerade das Wort gesehen. Warte. Fangt die Königin. Eure Majestät, bleibt zurück. Bleibt zurück, genau. Lass Boss machen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das alles in dieser Saga hier vereinfacht, muss ich sagen. So. Ja, denkst du dir? So. Das wär's, glaube ich. So, dann spreche ich nochmal ganz kurz hier mit dem Robbie. Okay, ich hab grad... Nein. Ach so, okay. Brauche ich nicht reden, alles klar. So, Amidala, wo bist du? Ach, da vorne. Das ist das Schiff Ihrer königlichen Hoheit. Seid ihr bereit? Ja, sind wir. Das war ja. Da ist die Blockade. Ihr Schildgenerator wird getroffen. R2 ist da. Wir haben wieder Energie. Der kleine Druide hat's geschafft. Kannst du stolz auf dich sein, R2? Ach, der ist so süß. Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Oh Gott. Hier, Meister. Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Ja. Gut. Mach bei Mos Espa eine Notlandung. Irgendwelche Vorschläge, wo wir landen sollen? Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espa finden. Dann auf nach Mos Espa. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Gibt's irgendwo ein Druin? Druin sei schon. Irgendein Stein oder so? Ach, ist egal. Mos Espa? Machen wir. Landen.
Gott. Tatooine, Mos Espa. Sehr schön. Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du sie denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht... Cool. Also gut. Wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft, die wir brauchen. Ich glaube, Padme ist tatsächlich mit der Originalstimme versehen von Natalie Portman, mit der deutschen natürlich. Also mit der deutschen Stimme von Natalie Portman. Gut, ich danke euch fürs Zusehen, meine Lieben. Vielen, vielen Dank und auch für die Kommentare und auch für die Likes natürlich, für die Däumchen. Und in der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Dann gehen wir mit Padme, R2-D2, Jar Jar. Wo ist jetzt eigentlich Obi-Wan? Qui-Gon Jinn ist ja der hier. Wo ist denn Obi-Wan hin? Habe ich jetzt auch was nicht mitbekommen? Na gut, egal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye!